In diesem Fall brauchst du beide ihre Schlüssel. In dem Fall brauchst du beide ihre Schlüssel, ihrer Schlüssel. Offen gesprochen glaube ich nicht, dass sie hilfsbereit sein werden. Sie haben sich zerstritten, alles wegen des Regenten. Weil er sich den Regenten stellte, muss Vater viele Steuern zahlen. Mein Onkel stellte sich dem Regenten nicht in den Weg. Vielleicht dachte er an sein Volk. Weil er sich betrogen fühlte, brachte mein Vater jeden Kontakt zu meinem Onkel ab. Nun, da der Regent fort ist, wünsche ich, dass sich Vater und Onkel vertragen. Doch sie sind beide echt dickköpfig. Es wird nicht einfach, aber könntest du ihnen bei der Versöhnung helfen? Boah, wieso läuft mir die Nase? Da das Bijou-Anwesen gerade mit der Ernte beschäftigt ist, könnte es helfen, wenn du ein paar Erntewerkzeuge im Namen meines Vaters mitnimmst. Ist der Zufall so will, ließen die Männer von Rescherricht ihre Waffen zurück. Vielleicht könntest du die verwenden. Du kannst das Bestellformular für Erntewerkzeuge vom Hofverwalter nehmen und es dem Grobschmied bringen. Jo. Solltest du auf dem Weg Bijou-Anwesen sein, wirst du mir wohl zur Hand gehen? Ich habe einen Plan ersonnen, wie man die Fehde wenden kann. Ich habe einen ganz einfachen Plan. Ein Familienabstück zu zerstören, um sie zusammenzubringen. Ich habe diesen höchst realistischen falschen Rubin sowie den Bestellformular echten Erbstücks. Bring beides zu. Ja. Mach. Wenn hier nicht so viel Gewese drumherum wäre. Und zurückzugeben. Wenn es ihnen sagt, werden sie sicher auch erfreut sein. Könntest du Tribut zu Pico bringen? Bah. Pflanzen, jawohl, Pflanzen, jawohl. Was ist denn hier oben? Aha, hier draußen sind Raben. Helle Wildblume! Ich soll hier draußen, im Namen des Königs, und hier draußen und da oben. Das hier ist erstmal uninteressant. Grrr. Beim Tränkehändler wollen wir noch nicht. Was gibt's denn Schönes? Braucht man nicht. Hier brauchen wir auch nichts, aber ich würde nur mal gucken. Einen Strohhut. Aha. Ach, eine Strohhutschnur brauche ich, um damit dann hier einen Strohhut herzustellen. Ei, so was sollst du dir merken? Na, herzlichen Glückwunsch. Was ist denn das hier? Geh. Ja. Nein. Lang. Hätte ich auch nicht drauf drücken brauchen. Ja, wir sollen die Truhen hier wieder abgeben. Mit R. Schick. Hofverwalter. Was? Sie geben allen Tribut zurück. Oh, lang lebe König Tyrain. Vielleicht stehen die Dinger gar nicht so schlecht. Wir sollten den Bauern die guten Neuigkeiten direkt überbringen. Meister Norin, ja, möchte die allerbesten Tyrain, Farmwerkzeuge Tyrain ordern? Ja, natürlich, ich kann das Bestellformular gleich aufsetzen, aber ich glaube, die Leute, die die Erntewerkzeuge am meisten brauchen, sind beim Bijou-Anwesen den Fluss runter mit der Ernte zu tun haben. Als die Herren noch gut miteinander ausgaben, gab es Tuyurika Set sogar genug, um die Pferde zu füttern. Hier, nimm das Bestellformular. Gibt's denn hier Schönes? Käfer und
Pflanze. Gar kein Holz, Mist. Gab nur noch Hasis. So, wo? Hier sind wir rein. Hier unten haben wir uns nicht mal richtig umgeguckt. Und hier auch nicht. Wir sind hier rein, sind hier hoch. Genau. Das heißt, wir müssen hier mal reingucken. Jetzt möchte ich mich hier einfach mal ein bisschen umgucken. Wir müssen einfach nur gärten. Das ist schon mal schick angelegt. Hm. Gefällt mir. Gravuranleitung. Und wieso stecken die nicht? Sind noch genau dieselben. Ach, die sind handelbar, die sind nicht handelbar. Mhm. Ich habe jetzt den Unterschied nur in dieser roten Markierung gesehen, das war's. Das Rumklippeln und die Quest machen gefällt mir im Spiel, aber irgendwie so das nebenbei mit den Berufen und so. Diese Waffen wurden von Scherichts Soldaten bei der Flucht zurückgelassen. Was bringen die schon auf einer Farm? Schwerter zu Pferdescharen? Was soll ich unten machen? Ach hier, sammle zurück. Hier. Das war's schon. Nee, da oben. Die Rüstungen einsammeln, jawohl. Blub, 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 blub. Problemchen. Die mögen zwar den Rebellen gehört haben, aber sie sehen aus, als könnten wir sie gebrauchen. Ein Blümchen. Stufenaufstieg. Pflückmeister 2. Was war's denn für ein Stufenaufstieg? War das H? Nee, L. Sammeln 5. Pflanzen pflücken. Pflanzen Pflückmeister 2. Verringert die Chance, dass die Haltbarkeit. Ja. Blümchen und dann gehen wir Quest ab. Ressourcen sind wichtig. Ich bin groß und stark. Meister Norin sagte, oh, jemand sei auf dem Weg. Er meinte dich, oder? Ja. Stark sieht er aus. Jo. Ganz schöner Postkorb. Ich habe die Geschichte gehört. Er meinte, du sollst die Waffen von Scherichts Armee zu Erntewerkzeugen umschmieden. Weiß ich? Das sollst du machen. Was hast denn du da in der Zange? Und wo glaubst du hin? Naja, egal. Wie erwartet ist selbst die Farbe anders als bei normalem Eisen. Ich werde das einschmelzen, formen und hämmern. Ja, das nennt man Schmieden, genau. Die habe ich schön und stabil gemacht. Na los, nimm sie. Und die Leute beim Bijou-Anwesen das sicher zu schätzen wissen. Du kannst Angler Melville fragen, wie man hinkommt. Oh, geil. Mmh.
der ruhigen Prärie. Oh Mann. Hurra! Ich bin groß und stark! Grobschmied. Alter, was? 76 schon. Und soll was kosten? 69. Silber! Verlassen, machen wir auf deinen See. Das war doch billiger dort. Sei gegrüßt, ein Bestellformular von Meister Lorin, wie ich sehe. Eine Replik, was? Ja, das scheint mir nicht schwer zu sein. Ich werde das direkt für dich vorbereiten. Also, wofür braucht ihr überhaupt den Replik? Ah, um diese beiden Brüder wieder zusammenzubringen. Herrn Elia, könntet dem sogar zustimmen. Ich weiß, dass ihr das Duell zwischen ihren Vätern zusetzt. Nun, nur das Beste für Meister Lorin und Herrin Elia. Familie kann gewiss ermüdend sein. Herrin Elia. Hat die eine Peitsche und Leder an? Ich werde mir Mühe geben, die großartigste Replik zu schaffen, die du je gesehen hast. Ja, weil... Die soll nicht großartig sein, die soll echt sein. Alles erledigt, sieht für mich echt aus. Hier, ja, ich hoffe, dass der Plan funktioniert. Annehmen. Und Grüße an die Herren. Trank der Erweckung. Und von Lutera. Lutheranische Saturn, die Tasse. Ja. Endlich werden wir mal wieder ein bisschen besser. 29,98. Mhm. Wo sollen wir hin? Wir sollen zu. Nee, zurück kannst du gar nicht mehr sagen. Wir müssen zum Bischofenwesen. Geburtsstätte. Sieht aus wie ein Sprungparcours. Okay. Jürgen. Raben greifen gar nicht an. Nice. Meister Lorin erzählte mir von dir. Du möchtest dich gerne im Reich umsehen? Ja. Wenn du dem Weg folgst, kommst du dahin. Wie du sehen kannst, ist Nahrungsreich ein üppiger, hübscher Ort zum Leben. Ist das der gelbe Fluss? Warum ist denn der gelb? Nein, da hat keiner reingepinkelt. Nein. Wir hätten hier keine Sorgen, wenn die beiden Familien sich zusammenreifen und wieder wie früher in Harmonie leben könnten. Ich hoffe, die clevere Idee von Meister Lorin funktioniert. Es gibt einen Angel, aber keine Angelstelle. Du hast jetzt schon gemerkt, was hier hin muss? Yeah, nein. Geh den mal geradeaus. Die sehen alle aus wie ich. Was ist denn hier oben schön? Traumgängerblume. Aber sind die alle oder was? Wildblume, schüchterne. Nahuns Reich ist für seine fruchtbare Erde bekannt. Es soll dort einen unberührten Garten. Einen unberührten. Deutsch. Das ist das Bischofenwesen.
Wir sollen... Wir haben uns gar nicht umgeguckt.